So, jetzt sind wir auch mit ein bisschen Verspätung hier angekommen. Hallo und herzlich willkommen auf Speed Gaming Deutsch 2 mit dem Rennen zwischen Niethöger und Markham. Es gab ein paar technische Probleme, deswegen fangen wir ein bisschen später hier an, aber wir werden uns schnell reinfinden. Schön, dass schon ein paar Leute da sind. Ich bin heute hier zusammen mit Toni am Kommentieren. Hallöchen. Hallöchen. Und ja, ich bin der Kermit. Wir versuchen euch hier das Rennen schmackhaft zu machen und ja, hoffen, dass es mega spannend wird. Auf jeden Fall befinden wir uns gerade im, ja, im Lower Bracket. Das heißt, beide haben schon gegen einen Gegner verloren und kämpfen jetzt so ein bisschen um ihr Überleben im Turnier. Es ist noch das erste Rennen, also beide haben noch alle möglichen Chancen, weiterzukommen. Beide haben gegen die ersten Gegner 2-0 jeweils verloren, aber soweit ich das gesehen habe, hatten sie auf jeden Fall Chancen und waren nicht, ja, ganz verloren. Deswegen denke ich mal, wird es heute auf jeden Fall spannend. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, Hallöchen zusammen. Wie wir sehen, starten wir auch mit einem Standard-Seed sozusagen. Also der Start ist standardmäßig, so dass wir Zelda abholen mussten, jetzt einmal durch die Kanalisation bis hin zur Kathedrale. Genau, mit dieser Cane of Burner Stab, den beide am Anfang bekommen haben. Der ist immer ein bisschen lästig, weil man nicht allzu viel Magie zur Verfügung hat. Und man muss ein bisschen haushalten, um wenigstens am Ende noch die Ratte mit dem Schlüssel umhauen zu können. Denn sonst ist man gefangen. Man muss leider den ganzen Weg nochmal gehen. Aber ja, schauen wir mal, ob die beiden das hinbekommen. Zumindest haben sie Bomben für, ja, Back of Escape bekommen und können sich da die ganzen Truhen öffnen. Also das Wichtigste ist, gleich die richtige Ratte mit dem Schlüssel zu finden. Genau, und da sind noch mal ein paar mehr Bomben. Auch das Quake hilft jetzt erstmal nicht unbedingt weiter. Also mal schauen, was dann nachher bei Turtle Rock und bei Maya liegt, aber zum Öffnen. Aber ansonsten, das Quake am Anfang kann auch nicht unbedingt vom Vorteil sein. Ist jetzt erstmal noch nicht so super interessant, ne? Aber schauen wir mal. Genau. Vielleicht ist es ja wirklich benötigt. Und da ist auch schon die erste Magie aller bei Nid. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Hat nur noch ein Herz, aber hat zumindest schon mal den Schlüssel gefunden. Also, das hat wunderbar geklappt. Und Und Markham wurde gerade ein bisschen von der Ratte geärgert, die ist abgehauen. hat aber auch den Schlüssel bekommen. Also, ich denke, beide sollten es sicher durch Escape schaffen. Das ist schon mal wichtig, da keinen großen Zeitverlust zu haben und den ganzen Weg normal zu laufen. Also, wie gesagt, der Start ist schon mal geglückt für beide. Mal schauen, Aber was sie dann gleich nichts machen. Besonderes in Back of Escape. Nee. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, ob die schon irgendwo die Map gefunden haben. Das sah nicht so aus, oder? Hast du die irgendwo gesehen? Ich habe sie auch nicht gesehen. Schauen wir mal, ob sie dann in der Sanctuary-Truhe ist oder ob sie vielleicht doch schon am Anfang irgendwo zu sehen war. Da Okay. ist er. Beide haben nicht dran gedacht, dass die Map Frage noch da ist. beantwortet. Aber wie wir schön sehen, eigentlich beide gleich auf. Also das verspricht ein sehr spannendes Rennen zu werden, denke ich mal. Ja, ich finde es auch hier am Anfang gleich immer ganz spannend. Laufen sie die gleiche Route oder sagt doch einer was anderes? Ich finde Also, schon wer auch, guckt auf die da. Lumberjack und wer nicht? Und Ja. Sieht schon nach einem Unterschied aus. Niethöger genau, da haben wir geht es lieber auf schon. Nummer sicher. Und wir haben Magie im Baum. Das ist immer nicht schlecht, wenn man gerade nur die eine ja, Magiewaffe hat, sag ich mal. Klar hat man noch ein paar Bomben, aber man hat auch immer ganz gerne noch ein bisschen Sicherheit. Mit dem Auf Cane dem of Pilz Burner lag ist nur ein ganz Herz. nett. Oh. Und auf der letztlich liegen nur Pfeile. Ja. Da werden sie, denke ich mal, ganz froh sein, dass es wahrscheinlich kein Agar-Seed wird. Vielleicht brauchen wir Agar dann, um in die Dark World zu kommen, aber zumindest schon mal nicht für das Item. Ja, das kann aber auch schnell mal verwirren.
Also, dass du denkst, brauche ich nicht, und in Wirklichkeit, brauchen wir es halt doch. Spätestens, wenn sie alles andere gecheckt haben, wissen sie, dass sie da hingehen müssen. So, mal gucken, was im Blinds Versteck ist. Markham ist ja schon dort, der hat ja die Ledge nicht mitgenommen. Ja, hoffentlich ein paar nette Items. Wir haben gesehen, Eastern Palace ist ein Pendant und Hera und Desert sind Crystals. Und unsere erste Flasche. Und das Schild, der Schild, Entschuldigung. Oh. Und ein Fire Rod. Den habe ich jetzt verpasst. Hinter der Bombable Wall. Ja, das ist eigentlich ein netter Start. Ist auch schön, immer die Flasche direkt in Kakariko zu finden, damit man das gleich mitchecken kann. Muss man nicht nochmal extra wieder hinlaufen. Ich muss auch sagen, ich bin total begeistert von unseren zwei Streamern. Beide, oh, unser zweiter Schild. Beide mit Kamera, so kann man wunderbar immer die Reaktionen sehen. Ja, das und macht am meisten Flasche. Spaß. Und die Töger hat gleich seine arme Biene rausgelassen. Ich meine, es war nur eine normale und keine goldene, aber ja. Die muss jetzt im Keller bleiben. Und da ist die nächste Biene. Und es ist auch wieder eine normale, wie es scheint, oder? Auf jeden Fall sehen wir jetzt die Chicken Hut und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um unseren Tracker heute vorzustellen. Das ist nämlich unser krankes Huhn Mark Sanctolos, der hier trotz Krankheit das Tracken übernimmt. Sehr vorbildlich. Alle einmal Applaus in den Chat. Genau. Und natürlich gute Besserung. Natürlich. So, und das ist unser nächstes krankes Kind. Stimmt. Und der hat einen Profi für uns. Ah, ja, das wäre natürlich die noch viel bessere Überleitung gewesen. Warum habe ich nicht daran gedacht? Naja, ja. Gut. Und wir haben auch gleich den Eisrod. Oh je, also ein Medaillon, Fire Rod und Eisrod am Anfang. Aber wird das also vielleicht ein früher Turtle Rock? Obwohl ich dann immer die Vermutung habe, es ist kein Crystal. Es wird ein Pendant Dungeon sein, gehe ich davon aus. Ich meine, auch in Pendant Dungeons kann mal ein Item drin sein, ne? Und gerade ja. Turtle Rock kann man nicht verachten, da sind ganz schön viele Items drin. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Jetzt habe ich die Bibliothek verpasst. Und glaub, Markham geht gleich sofort zum Race, ohne vorher zu checken, was es ist. Ich glaube, da waren nichts. Irgendwie Pfeile oder ein paar Rupees, wenn ich es richtig im Augenwinkel hatte. Oh, und unser erster Schwert. Sehen wir uns mal ein Herzbass in der Bibliothek. Ja, das wird man nicht unbedingt vermissen, ne? Ist zwar mal ganz nett zu haben, aber naja. Oh, Markham. So, ja. Bei Nid hat man jetzt gesehen, er hat vorab gecheckt, was im Race liegt. Aber es macht oder nicht. Und okay, entscheidet sich natürlich dafür, das Schwert mitzunehmen. Klar, das ist natürlich immer die erste kleine Entscheidung, die man so treffen muss. Checke ich das direkt oder gucke ich doch erstmal. Kann beides mal Zeit kosten und manchmal Zeit sparen. Bei Markham hat man jetzt gesehen, er hat tatsächlich den Damm erstmal geskippt. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht will er aber später dann das auch mit Agina oder so verbinden. Mal schauen, was da sein Plan ist. So, hier nur den Dieb nicht vergessen. Nein, er spricht ihn gleich an, super. Oh. Und die Flippers. Ja, es fehlt noch ein bisschen Geld für Zora. Mal schauen, wie Markham das jetzt angeht, ob er vielleicht noch ein bisschen Geld vorher sucht oder ob er dann Zora einfach auslässt. So, und Nid nimmt den Damm mit.
Er schaut, was da drin ist. Einmal nur Bomben. Jetzt sind da ja, man sieht auch an seiner Reaktion, dass er jetzt nicht unbedingt begeistert darüber war. Ja, also es sieht so aus, als ob Nidhögger am Anfang ein bisschen, mehr checkt als Markham. Der geht da ein bisschen aggressiver an die Sache ran und findet dann auch gleich das erste Glove-Upgrade. Genau, unsere ersten Handschuhe. Bei dem Wetter auch nicht das Verkehrteste. Es wird ja wieder kalt. Oh, das ist ja mal interessant, also... Hat sich schon überlegt, wo er die fehlenden Rupees herkriegt, nämlich aus dem kleinen Loch da. Ja, und auch das zweite Item im, beim Damm, also das abgelassene Wasser, hatte nichts. Also da waren nur 10 Pfeile. Also, Markham, sehr gut. Das wissen vielleicht auch nicht alle, dass man da 20 Rupees rausholen kann aus diesem... Ja, kleinen Loch. Ich meine, hatte jetzt natürlich Glück, dass er direkt vorher die Handschuhe gefunden hat, sonst hätte er da jetzt nicht die Rupees holen können. Aber das Wissen kann einem in manchen Situationen helfen, wie jetzt hier auch gerade, um das Zora-Geld zu finden. Genau. Und auch bei dem Dieb, wo wir die Flippers bekommen haben, gab es ja auch nochmal 300 Rupees extra. Was schon gut Geld für Zora ist. Mhm. Habe ich nicht aufgepasst, was auf der Insel liegt. Ich auch nicht, tatsächlich. Na toll. Wir werden hier doch nicht fürs Aufpassen bezahlt. Genau, das wird jemand anderes. Ich weiß nicht, ob Nidhögger tatsächlich auch das mit den Rupees weiß. Zumindest hat er da gerade an dem Stein die ganze Zeit rumgefummelt. Mal gucken. Vielleicht geht der jetzt wieder... Ah ja, er lächelt, also vielleicht geht er nochmal wieder hin und holt sich auch die restlichen Rupees, das wäre witzig. Spätestens jetzt mit den Handschuhen. Oh nein, oh, er lässt nee, aus. Macht er nicht. Vielleicht weiß er so einfach nicht, ne? Das... Bomben liegen auf der Insel. Na ja, gut. Na, schauen wir mal, also... Nidhögger hat noch 2 Chancen, die restlichen Rupees zu finden, oder vielleicht bekommt Markham dadurch einen kleinen Vorteil. Okay, da hätten wir schon mal 20. Ah, oh, das reicht aber noch nicht ganz. Und Markham tauscht Biene gegen grünes Elixier. Das ist ein schöner Tausch tatsächlich, ja. Den nimmt man gerne. Oh, da liegen nochmal 100 Rupees. Und Nid macht in dem Fall nicht das Save and Quit, sondern schwimmt zurück. Ist doch eigentlich ein Ticken schneller, würde ich sagen, wenn man sich nicht gerade krumm und schief schwimmt. Oder von den Zoras geärgert wird. Genau. Oh. Leider hat das Ruby Farm nichts gebracht. Oh, das ist ein ganz besonderer roter Rubin, der irgendwann mal viel, viel mehr wert wird. Das wäre schön, wenn das wirklich funktionieren würde. Man muss vielleicht nur lange genug warten. Ja. Aber dadurch, dass ihr immer das Spiel so schnell durchmacht. Naja, manche Leute, ne? Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob Nidhögger sich... Oh, hätte er mal erst auf die Ledge geguckt, dann hätte er die 100 Rupees gesehen. Jetzt farmt er so, wie es aussieht. Man erbräucht es gar nicht. Ja, wie das kostet ihn jetzt leider Zeit. Also, ne, da hat Markham tatsächlich viel Zeit gut gemacht durch sein Zelda-Wissen, das er bewiesen hat.
und hat jetzt, glaube ich, auch eine Moonpearl gefunden, ne? Ja, nicht nur die Moonpearl, sondern auch Half Magic, was ja schon wunderbar ist bei unseren Start-Items. Und die, die blaue Rüstung. Ja, das ist ein sehr nettes Starterpaket. Damit kann man erstmal sich schön durchkämpfen hier. An unseren Sandalos, falls du Half Magic suchst, das habe ich gestern auch verzweifelt getan. Es wird nicht mitgetrackt. Das ist nicht wichtig genug, um das Rennen zu beenden, deswegen ist es wahrscheinlich nicht dabei. Genau. Ich habe gestern auch gedacht, wo ist es denn? Ah ja. Ach, er hat auch schon gesucht. Naja, gut. Da hast du ihm ein bisschen Zeit gerettet. Nee, ich habe sämtliche Synonyme durchüberlegt. Wie kann man es denn noch nennen? Half Magic, Magic oder. Hm. Und es war einfach nicht dabei. Ansonsten entscheiden sich beide hier erstmal das Gleiche zu tun, wie es aussieht, nämlich Eastern zu deppen. Mal gucken, vielleicht finden sie da was Nettes. Das ist nett. Ich meine, wenn man drei Flaschen hat, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man dann noch eine Fee sich aufsammeln kann. Genau, immer mal noch ein Safety in der Hinterhand. Genau. Ich meine, beide sind noch relativ neu beim Zelda-Racen, soweit ich weiß zumindest. Und da ist es immer noch mal ganz nett, noch ein extra Safety-Item zu haben. Oh. Und die zweiten Handschuhe. Die Titans. Ja, Markham freut sich auf jeden Fall, dass er da lang gegangen ist. Das hat man richtig gesehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein Agar-Seed werden. Nee, also. Weil mit Titans und Mondperle und so weiter und so fort müssen wir dort eigentlich nicht hin. Ich will es noch nicht hundertprozentig ausschließen, aber eigentlich nicht. Nee, dadurch, dass die Flippers auch dabei sind, brauchen wir uns eigentlich nicht. Also ohne die Flippers hätte man noch debattieren können, dass man vielleicht nicht auf die rechte Seite kommt, wenn man bestimmte Tricks nicht kennt, aber durch die Flippers kann man einfach auch da rechts rüber schwimmen. Das heißt, es ist nicht mehr nötig, Agar zu machen. Das steht schon mal fest. Markham entscheidet sich aber erstmal für den Kakariko Port. Zuerst bei Woods oder ins Village? Skywoods ist sogar auch Green Pendant. Hm. Was würdest du tun? Tja. Ja, wir haben den Firewood, ne? Also wir könnten theoretisch Skywoods beenden. In der jüngeren Vergangenheit war tatsächlich auch sehr oft was in Skullwoods jetzt die letzten Tage, deswegen mal schauen, ob das sich wieder bewahrheitet. Mit 5 Herzen ist es schon wirklich riskant. Das stimmt, aber er hat Half Magic, könnte da alles reinfeuern, was er hat, und es könnte klappen. Wir schauen einfach mal, wie er sich gleich da schlägt. Aber die Motte ist schon nicht ohne, vor allem nur mit Fighter's Wort. Stimmt. Er hat ja auch noch Green Potion, ne? Genau, also, wollte ich gerade sagen. Er hat ja auch noch die Green Potion von der Fee. Bin sehr gespannt. Also ich finde das Play von Markham eigentlich ganz gut. Wenn man so früh schon den Fire Rod hat und es dann auch noch ein Green Pendant ist, dann kann man Skywards, denke ich, schon mal mitnehmen. Macht hier ein Death Rob? Mhm. Und geht raus. Nimmt hinten nicht die Motte mit, beziehungsweise nicht die Kiste unter der Brücke.
Ja, interessant. Vielleicht guckt er erstmal, ob vorne noch irgendwas zu finden ist. Vielleicht ein Herz oder noch ein Schwert oder so, was ihm etwas vereinfacht. Und auch Nid entscheidet sich für den Dark-Zugang in oberhalb von Kakariko. Ja, mal schauen, ob er auch direkt Richtung Skywoods dann geht, wenn er die Map gesehen hat, oder ob er. Nee, direkt hin, ohne sogar die Map zu checken. Da bin ich ja mal gespannt, ob er dann vielleicht direkt nach hinten geht. Jetzt macht er auch den Map-Check. Pendant Thiefstown, Skywoods und Eastern Palace sieht man eigentlich nicht so gerne, weil das ja etwas leichtere Dungeons sind normalerweise. Die hätte man schon lieber als Kristall. Aber naja, man muss nehmen, was kommt, ne? Ja, und auch Red Crystal in Ice Palace ist jetzt auch nicht so unbedingt gern gesehen. Nee. Das stimmt. Habe ich verpasst, was war denn in der Big Chest? Ich glaube nichts Wichtiges, aber Nee, ich glaube auch nicht. habe es schon wieder verpasst. Ja, interessant, dass Markham reingeht, aber dann nicht den hinteren Teil checkt oder sogar die Motte macht. Weil ich glaube, er hat auf jeden Fall nicht beide Items bekommen. Ein Schlüssel war drin. Nur gut, dass wir beide Items sind hinten. Gut, dass wir einen Tracker haben, der aufpasst. Vielen, vielen Dank, Santa Claus. Ui, ja, wenn das mal nicht ein Fehler war von Markham, ich bin gespannt, also. Und wir haben aber den Spiegelschild. Und er geht in Pendant Turtle Thiefstone rein. Ich Gut, die gehe mal ersten davon vier. aus, genau. Beziehungsweise drei. Dann haben wir einmal schon mal die Karte. Hey, Nitaga geht auch nicht in den hinteren Teil von Skywoods. Finde ich interessant, da beide schon nach oben gegangen sind, um irgendwas zu finden und dann Mit nicht den nichts Ort zu rausgehen. machen. Ja, das ist irgendwie. Naja, gut, wir schauen einfach mal. Vielleicht fühlen sie sich einfach nicht sicher genug mit den jetzigen Items. Dann kann man es vielleicht schon verstehen. Und halt auch mit diesen nur 5 Herzen. So, bis jetzt Village of Outcast nur Geld für uns. Ah, und den Spiegelschild. Den gab es ja auch. Aber man kann sehen ganz gut, dass Nidhöggr jetzt ein bisschen Zeit auf Markham wieder gut gemacht hat. Der war ein schon ganz gutes Stück hinten durch seinen, ja, ich sag mal, Zora-Rumgerumpel. Aber ja, jetzt hat er Ja, auf jeden Fall ganz gut wieder aufgeholt. Markham war aber auch in den ein Häuslein, wo es halt den Spiegelschild gab, ne? Und das hat ja Nidhöggr auch noch nicht mitgenommen. Das stimmt natürlich. Geht jetzt aber zum Truhenspiel, wo wir wissen, es gibt nichts, also außer Geld. Warum? Einer? Okay. Also wenn Nidhöggr sich jetzt auch da sterben lässt, dann sind wir wieder fast gleich auf. Mal schauen. Dann werden die wahrscheinlich beide als nächstes Richtung Hype Cave gehen. Unsere vierte Flasche. Juhu. Ja, auch Und wie Nidhöggr lässt erwartet, sich Nidhöggr sterben. lässt sich Genau. sterben und geht raus hier. Markham nimmt gleich den Schmied mit. Einmal auf große Tour. Digging Game hat er jetzt aber noch nicht gemacht, oder? Oder habe ich das gerade verpasst? Nein, das hat er nicht gemacht. Okay, interessant.
Was will uns der Seed sagen, genau? Ah, nicht genug Geld. Das ist natürlich. Da hat er gut aufgepasst. Also nicht nur der Tracker, sondern auch der Markham. Ja, das wäre so der nächste Punkt, wo sich ein bisschen was ändern könnte, wenn jetzt tatsächlich was auf dem Digging-Game ist und Nidhöger das macht. Mal schauen. Er überlegt noch. Und er nimmt's mit. Er geht zuerst runter. Ja. Ist die Hype Cave Hype? Hat schon mal Schuhe. Oh. Ich glaube, Schuhe reichen schon, um das Hype zu machen, oder? Und das Isa-Medaillon. Das heißt, 2 von 3 Medaillons haben wir. Wir wissen aber nicht, welche wir brauchen. Und ich hatte Unrecht, muss ich gestehen. Also Turtle Rock, auch wenn ich gesagt habe, am Anfang sieht es dann so aus, als ob es ein Pendant wäre. Es ist kein Pendant. Es ist ein Crystal Dungeon. Und auch Maya ist ein Crystal. Ja, die Frage ist, was haben die beiden gleich vor? So ein bisschen im Moment scheint Ice Palace zu rufen, habe ich so das Gefühl. Natürlich möchte man da jetzt ungern schon reingehen. Ohne Hammer, aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen so. Schauen wir mal. Und auch unser Nit hat die 4. Flasche. Wenn ich mich nicht vertan habe. Oder hat er einer nicht mitgenommen? Nee. Müsste auch seine 4. haben. Ja, der hat die auch mitgenommen. Genau. Naja, das waren jetzt schon 8 Flaschen. Da kann man sich mal um eine verzählen, ne? Also kein Problem. Und da redet man nur von denen im Spiel. Genau. Ja, Nit nimmt seine Schühchens mit. Gucken, ob der Schmied irgendwas hat. Oh. Er hat den Spiegel. Interessant. Haben beide die richtige Entscheidung getroffen, den Schmied mitzunehmen. Also das wäre ja kein Ziel für mich. Somit wäre jetzt aber auch Swamp offen. Swamp. Der aber wesentlich schöner zu spielen ist als deine Version mit Ice Palace. Aber auch nur, wenn man den Hammer findet. Sonst kann man sich Swamp in die Haare schmieren mit seinem einen Item. Stimmt. Ja, das und auch den Hookshot haben wir noch nicht, um Swamp beenden zu können. Ja. Und aber auch Ice Palace ist Hammer-locked. Zumindest ein Teil. Ja, da kann man aber noch ein paar mehr Items mitnehmen. Ich meine, das ist beides nicht schön, ne? Machen wir uns nichts vor. Also, ich denke, jetzt werden beide erstmal auf den Berg gehen. Und mal gucken, ob vielleicht was in Hera drin ist oder so. So, Markham holt nach, auf die Ledge zu gucken, was er vorhin ausgelassen hatte. Und Nit holt sich seinen Spiegel ab. Oh, unser Chat ist gemein. Gemein wäre Hammer und Hookshot in Swamp. Ja, und Markham ist leider im nördlichen Dark World an den Vögelchen da gestorben, bevor er zu Graveyard Ledge kommen konnte. Und ich glaube, er hat auch nicht die Bootschecks gemacht, oder? Nicht alle zumindest. Nee, noch nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich und kostet Zeit. Mal gucken, ob er trotzdem wieder hingeht oder ob er sich jetzt erstmal für was anderes entscheidet.
Er entscheidet sich wieder oberhalb von Kakariko in die Dark World zu gehen. Ich denke mal, dann wird er vielleicht doch den gleichen Weg wieder gehen. Hat er wahrscheinlich was anderes vor, weil er zuerst Richtung nach Süden gelaufen ist, also nach unten. Und dann hat er sich aber doch nochmal dazu entschieden. Und Nid geht jetzt ohne Lampe, out of logic, einmal durch den Berg. Ja, ich bin gespannt, ob vielleicht da irgendwas Nettes zu holen ist. Ja, aber es ist nicht das, was das Spiel uns eigentlich sagen will. Oder der Seed in dem Fall. Oh. Aber er hat den Bogen! Ganz out of logic. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich bin gespannt, was Markham dann gleich macht, ob er dann auch den Berg hochgeht oder vielleicht doch nochmal, was weiß ich, sowas wie Cave 45 checkt. Und die Kiste abgibt oder so. Mal schauen. Markham entscheidet sich aber nochmal zurückzugehen, das Geld doch mitzunehmen. Im Brillenfelsen drin nur ein Herzteil, obendrauf nur Geld. Ein schön gesagt, nur Geld. Ich denke, überall wären wir damit zufrieden, aber nicht in diesem Spiel. Naja, ein bisschen brauchen wir schon noch, ne? Gerade für Port zum Beispiel und obwohl, ich glaube, Nitürger hat sonst soweit alles gehabt, wo man Geld für braucht. Vielleicht noch für ein paar nette Bottle-Refills oder so. Mal schauen. Korrigier mich, aber ich denke, wir haben gerade unser Vanilla Cape gefunden. Das war richtig, ja. Das war's. Wenn man so viele Randos spielt und sieht, ist es dann teilweise echt schwierig zu sagen, wo das alles Vanilla liegt. So geht's mir zumindest durch den Moment. Was ist denn hier eigentlich? Ja, das ist manchmal wirklich dann nicht mehr so einfach. Und Markham entscheidet sich für Catfish. Oh. Wer sich bei ihm mit Pfeilen bedankt. Wäre zuerst auf den Berg raufgegangen und hätte den Bogen geholt, dann wäre er vielleicht noch Richtung Pott danach gegangen. Ne? Jetzt ist natürlich... Mal schauen. Jetzt wird er aber sicherlich auch den Berg hochgehen. Also kann mir nicht vorstellen... Oder er hält sich an die Logik. Ja, ja, Tatsache. Kann auch immer noch sein. Tatsache, er geht immer noch nicht den Berg hoch. Er prüft Bumpet Cave. Da war er, glaube ich, vorhin schon und hat gesehen, dass da eigentlich nichts drauf ist. Okay. Da ist er, also unter Bumper Cave ist er nämlich gestorben an diesen Vögeln. Ja. Ich glaube, also der Seed hat bestimmt die Lampe hinterm Green Pendant oder der Motte versteckt. Das ist meine Vermutung. Aber schauen wir mal. Er nimmt die Kiste mit, die Brotbox, und wird gleich Cave 45 machen. Also einmal südlich lang gehen. Und ich habe die ganze Zeit nur auf Markham geguckt, was ist denn eigentlich bei Nid so passiert? Hat er schon was aus Hera rausgeholt? Ich glaube, also zumindest nichts Wertvolles. Ob er ein Item gefunden hat, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich glaube nicht. Jetzt vielleicht hat er auf eins. Jeden Fall seinen Kompass. Einen Herzcontainer, okay. Naja, immerhin. Dann wird das letzte Item auf dem Boss sein, huh? So, wie trollig ist er heute? Unser guter Trolldorm.
Oh nein! Und fällt doch in der Mitte runter. Also, Nidhögga, das hat keiner gesehen jetzt. Hoffentlich. Er erinnert sich selber. Und in der Brotdose lagen nur Bomben. Ach, Markham hatte ja noch gar nicht den Damm gecheckt, ne? Auch interessant. Ja, wo aber auch nichts gewesen ist. Draußen waren auch nur Pfeile, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da muss man mal schauen. Also, ich glaube, wenn Markham in der Logic bleiben will, dann sollte er vielleicht doch die Motte machen. Ah, und stimmt, wir haben Agina ja auch noch gar nicht gemacht. Ja. Keiner von beiden. Und stimmt. Nid auch. Erfolgreich jetzt gegen Moldorm. Und holt sich den Schlüssel. Oh. Juhu. Ja, dass jetzt er noch kommt in den Keller kann. Genau, jetzt kommt die große Entscheidung. Geht er in den Keller oder nicht? Meistens, das, was man macht, ist meistens falsch. Also, ich habe keinerlei Tipp für ihn. Agina hat nur 300 Rupees für uns. Deine Reise würde dich immer noch nach Eispalast führen? Also ich glaube, mit dem momentanen, also so wie es momentan aussieht, würde ich tatsächlich erstmal die Motte machen, bevor ich in Ice Palace reingehe. Oder ja, den Berg, auch wenn es nicht in der Logik ist, zuerst machen. Also das ist ein bisschen vielversprechender, als da Ice Palace zu versuchen. Vielleicht, ja. Vereint die Motte auch mit 4 Flaschen, ne? Also man kann sich gut rüsten sozusagen dagegen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Schaden sie macht mit einer blauen Rüstung, aber es ist halt geht. Auch, man sieht ja jetzt auch den Unterschied schon alleine, was Herzen angeht, zwischen Nid und Markham. Markham mit 7 Herzen unterwegs. Und Nid hat 9, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe gerade auf die Schnelle. Ich glaube, du hast recht, ja. Was man auch bedenken muss, die Motte ist ja der Green Pendant. Das hätte er halt dann auch direkt mit abgeben können, wenn er die Motte zuerst gemacht hätte jetzt. Aber vielleicht denkt er sich, jetzt habe ich schon geskippt, dann bleibe ich erstmal dabei und versuche in Pot mein Glück. Ist natürlich, mit dem Bottle Glitch kann er natürlich ein bisschen weiterkommen, aber wir wissen ja schon, wo der erste Bogen ist. Das hätte natürlich noch ein bisschen mehr geholfen, ne? Ja, und vor allem für Pot fehlt sowohl der Bogen als auch der Hammer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in Pot was drin ist, aber halt hinterm Bogen. Also wenn er den Bottle Glitch dahin kriegt, dann findet er vielleicht was. Mal schauen. Ich denke, wie gesagt, bei der Motte wird es vielleicht die Lampe sein. Ja, aber die Lampe in Agina-Frage hat sich schon geklärt. Agina hatte 300 Rupees für uns. Ja. Okay, er entscheidet sich auch erstmal gerade zu gehen. Auch nicht den Main-Raum mitzunehmen. Sondern erstmal durch. Ja, ohne diese ganzen Items, Lampe, Hammer, Bogen, ist es natürlich immer nicht so schön, in Pot rumzulaufen, ne? Also, mal schauen. Nidhögga und vor allem nur mit einem halben Herz.
Ja. Ärgerlich. Und geht noch mal rein. Also geht noch weiter suchen. Ich glaube, er hat auch gar nicht mehr so viel anderen Kram offen, ne? Skull Woods und vielleicht den Berg Out of Sequence. Ich weiß nicht, ob er da lampenlos hochkommt. Da habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, aber das hinbekommt. Oh. Auf der Pyramide des Puder. Ja. Wir haben ja schon das Netz. Nee, nee, das hat es doch gar nicht. Wo haben wir denn das Netz gefunden? Gute Frage. Das weiß ich auch nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Pott. Also es hat sich wirklich gelohnt, in den Pott reinzugehen. Das lässt mich ehrlich gesagt noch stärker daran glauben, dass die Lampe in Skullwoods ist oder hinterm grünen Pendant. Und Markham versucht den Bombjump. Ich denke auch gerade eben unten in dem Bereich hat man. Ne, er probiert es doch nicht. Er hatte erst überlegt. Aber Nid geht jetzt auch in den Pott rein und wird sich demnächst seinen Hookshot abholen. Ich denke, Markham wird ein bisschen in Anführungsstrichen Probleme mit Darkrooms haben. Weil auch unten im Ja. Kellerbereich er das Licht angemacht. Deswegen vielleicht doch auch nicht. Also deswegen geht er vielleicht auch nicht auf den Berg. Ja, vielleicht versucht er es jetzt, ja. Ja, macht er auch. Aber wahrscheinlich wird es ihm, oder werden ihm die wirklich noch nicht so leicht fallen. Aber das können wir ihn ja mal fragen nach dem Race. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich hätte mich persönlich eher für den Berg entschieden, so wie Nid es gemacht hat, als Dark Room, bevor ich nach Pott gehe, weil ich finde, der Dodongo-Raum, das ist kein schöner Dark Room. Nee, das stimmt. Das ist einer der schwierigsten auf jeden Fall. Unten, der mag noch gehen im Keller, wo ja die Antifeen sind, aber der auf der linken Seite, der ist echt nicht so schön. Jetzt wird sich Markham gleich ärgern, wenn er seinen Bogen findet. Ja. Hat er erstmal festgetrollt. Oh, das könnte Und auch knapp werden. obwohl Oder? er nickend zugestimmt hat, würde ich jetzt so behaupten, ärgert sich natürlich nochmal über die Was sind das eigentlich? Für mich waren das immer Maulwürfe. Die Dead Rocks? Genau. Also ich würde mal sagen, das sind Steineichhörnchen, aber da Mit scheiden sich die Flügeln. Geister. Steineichhörnchen. Mit Flügeln, auf jeden Fall, ist mir gerade aufgefallen. Und wir haben das Master Schwert. Unser zweites Schwert auch in Pott. Ja, also im Moment trifft Markham leider nicht so richtig die richtige Route, wie es scheint. Da ist Nidhögg ein bisschen voraus im Moment, würde ich sagen. Aber mal gucken. Vielleicht ist ja hier auf dem Berg noch was Nettes. Markham kann dafür aber die rechte Seite vom Berg mitnehmen, weil er ja den Hookshot schon gefunden hatte. Wo er nicht ja dann nochmal hoch müsste, Das um stimmt. das mitzunehmen. Und Markham kann gleich noch checken, was er braucht, um in eine Turtle Rock reinzukommen. Stimmt, da werden wir mal sehen, ob ja. Oh, das Buch. Unser Duden Interessant. und da auch beide Bumerangse. Ja, das Buch ist natürlich jetzt auch ärgerlich wiederum. Jetzt hat er das Master Sword nicht, was Nid schon hat. Ah, stimmt. Kann dann nicht direkt das Tablet, also checken kann er das natürlich, aber nicht direkt mitnehmen. Ne? Also es sind alles so Kleinigkeiten, die ihn ein bisschen zurückwerfen gegenüber Nid. So, bei Nid können wir jetzt schauen, ob er in den Darkroom reingeht. Ich gehe davon aus. Oder probiert er sich am Bombjump?
Nee, er macht den Daku. Mal schauen, wie gut er damit zurechtkommt. Markham nimmt gleich Dark Death Mountain noch mit. Hab gehört, die Decks sollen grün sein, okay. Oh, ich glaube, Nid hat es geschafft, durchzukommen. Den schwierigsten Teil hat er auf jeden Fall hinter sich. Und noch eine Herzie gefunden. Fängt somit die zweite Herzleiste an. Und ist durch. Noch 48 Minuten, schon 11 Herzen. Ist gar nicht schlecht, die Ausbeute. Ich denke Und mal. Er könnte rein. Für Turtle Rock brauchen wir das Blitzmedaillon. Easter. Okay, ja, dann noch Somaria finden und den Hammer und dann rein da, würde ich sagen. So, auch Markham fängt seine zweite Herzleiste an und Nid folgt ihm und schaut jetzt auch was auf der Ostseite des, oder auf der rechten Seite des Mountain ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Buch auch dann irgendwie signifikant ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wo die Flöte ist. Oh ja. Die Flöte könnte natürlich auch hinter Sky Woods sozusagen immer noch liegen, ne? Also hinterm Green Pendant. Ja. Könnte durchaus sein, denn der Hookshot zum Beispiel war auch ja in Fire Rod Logic, sage ich mal. Da hätte man jetzt noch keinen. Obwohl, nee, Moment. Der Bogen war ja hinter der Lampe, also das kann nicht sein. Aber das ist unser Somaria. Das heißt, wir brauchen theoretisch nur noch den Hammer, um nach Turtle Rock reinzukommen. Ja. Wo es ja da auch so einen kleinen Trick gibt, wo ich gerade den Stein von der Hookshot Cave gesehen habe. Kann man ja irgendwie mit dem Spiegel sich immer hin und her porten und umso weiter kommt man dann nach unten, dass man dann irgendwann unten auf diesem Vorsprung landet. Das erlaubt? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es theoretisch funktioniert. Ist das erlaubt? Ich glaube nicht. Ja, das ist nicht erlaubt. Zumindest nicht in diesem Modus und in diesem Turnier, also. Okay, dann vergesst das alle ganz schnell wieder. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt sehen wir gleich wahrscheinlich von Markham Hera und auch den Tablet-Check. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh ja, und Nid ist gar nicht zum Tablet hingegangen. Obwohl er gerade auf dem Berg war. Er hätte es doch komplett mitnehmen können. Oder? Doch. Naja. Müsste er auch haben? Er hätte es tatsächlich dann mit Mirror sozusagen zur linken Seite. Also das wäre schon relativ flott gegangen eigentlich. Oder hat er die Cave ausgelassen, wo das Buch drin war? Ja, Daruk, der Hook ist nicht bowlocked, aber der Bogen ist lamplocked. Okay, und unsere Red Mail scheint auf dem Tablet zu liegen. Okay, ja, gut. Blue Mail ist ganz nett, Red Mail ist natürlich noch ein bisschen netter. Schauen wir mal, ob Nidhögger sich das dann auch noch irgendwann holt. Und ob Markham nochmal zurückkommt, um sich das zu holen.
Mann, ich wollte sagen, ob er den Herapod macht. Er probiert's. Und Nid geht jetzt Skywoods machen. Da bin ich ja jetzt mal wirklich gespannt, ob da was hinter ist und was dahinter ist. Also wie gesagt, ich gehe von der Lampe aus. Oder von der Flöte. Und ja. Frage ist, Flöte wieder unter der Brücke? Hat man ja auch erst. Bin gespannt. Und er geht gleich runter, also zuerst runter. Gut, kann sich ja mit dem Spiegel auswarpen. Ja. Tatsächlich macht es auch, also wenn beide Items hinten sind und man das weiß, macht es mehr Sinn, zuerst die Kiste aufzumachen. Denn man könnte da ja zum Beispiel auch ein Schwert finden oder sonst irgendwas, was die Motte einfacher macht. Ne? Also es macht, ja, die Lampe. Ja. Gut, also ich denke, Nidhoggr wird sich das auch irgendwann gedacht haben, dass sie höchstwahrscheinlich dort ist. Damit sind wir jetzt wieder auf Nidhoggrs Seite in Logik, ja. Ich denke mal, der nächste schlaue Schritt wäre dann Desert zu machen für Nidhoggr. Hat er eigentlich so Maria geskippt? Ja, ne? Zumindest kann ich mich jetzt ja auch nicht dran erinnern, dass er da hingegangen ist. Deswegen hat er vielleicht auch sein Buch nicht. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was er da gemacht hat. Den Hookshot hat er aber schon, oder? Er war ja eigentlich auf der rechten Seite, ne? Oder bin ich jetzt... Hier, ne, der Hookshot. Oh. Und dann nicht die Flöte, also die Flöte und die Lampe, beides bei der Motte. Ja. Der Hookshot, der war doch im Pott. Also den Hookshot, den müsste er haben. Zumindest ist es noch nicht markiert, aber vielleicht ist es doch einfach übersehen worden eben. Ja, ja. Aber das liegt wieder... an der Technik, also. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gut für Nid, dass er das jetzt noch relativ zeitnah gemacht hat. Ich meine, es hat vieles offen gedeutet, dass Skywoods was hat, ne? Mit dem schnellen Schwert und dem schnellen Fire Rod und so weiter. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich denke, die Maya Area und die Desert Area werden die nächsten interessanten Sachen. Ja, vor allem, da kann er ja auch außerhalb von Maya da die 3 Spots noch mitnehmen. Also 2 ja, direkt im Maya-Bereich und dann die Spiegel-Cave. Er hat ja auch Agina sich noch nicht angeschaut, wenn genau, ich mich richtig erinnere. Ja, auch wieder so eine Kleinigkeit, wo man denkt, oh ja gut, das ist vielleicht minimal, aber es ja, es bringt alles ein bisschen Zeit, die er auf Markham dann gut macht, ne? Weil der das alles irgendwie einzeln checkt. Aber ist natürlich auch ein bisschen Pech durch die Route, die er dann gelaufen ist. Also. Der hat jetzt auch die Flöte nicht aktiviert. Ich denke mal, er wird das dann gleich machen, wenn er wieder zurückgeht. Hoffentlich denkt er dran. Vielleicht hat er es auch vergessen. Und die Fledermaus hat für uns die Schaufel, jawohl. Und natürlich war es die Schaufel. Geht jetzt auch nach Skywoods. Hat aber auch immer noch nur das Fighter-Spot, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das andere war. War das... Im Pott war das zweite. Ach ja, auf der rechten Seite, ne? Genau. Jetzt salutiert. Und jetzt werden wir auch Markham seine Reaktion sehen. Wenn er
die Flöte und die Lampe bekommt. Erstmal checkt er noch das Pedestal. Und da liegen auch nur Pfeile. Ja, also ich glaube, Nidhöggr ist im Moment schon ein bisschen vorne, aber was man nicht vergessen darf, ist, er hat den Cane of Samaria ja geskippt und das könnte ihn schon dann am Ende sehr viel Zeit kosten. Das ist ja auch gerne ein Spot, also Spiral Cave, den man dann auslässt und dann ja ganz am Ende erst wieder checkt, ne? Also mal schauen, ob da Markham vielleicht zurückkommt. Ja, ich wollte gerade sagen, Markham hat auch das Buch, aber das bringt ihn jetzt nicht wirklich weiter, dadurch, dass wir ja über die Maya Area in Desert reinkommen. Das Einzige wäre momentan, dass er sich ja die Rüstung noch holen könnte, was wir wissen. Ja. Ah, die Motte die spielt hat nicht ganz nichts. Mit. Kann man denken, dass er noch eine Potion hat? Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Das Herz will er nicht haben, er denkt dran. Und einen Schlag noch. Das ist immer so ärgerlich, ne? Denkst du, warum habe ich das jetzt gemacht? Hätte ich mal. Ja, klar, hinterher. Ich glaube, das war ein roter Rubin auf der Fackel, ne? Genau. Aber Mark haben jetzt auch nicht unbedingt begeistert von einer Flöte, die er bekommen hat. Mal schauen, ja, wie die Begeisterung ist, wenn er die Lampe findet. Oh, wahrscheinlich auch nicht so groß. Ja, da wahrscheinlich fühlt er sich dann erstmal sehr weit hinten jetzt. Ja. Er lässt aber auch keine Reaktion sich ansehen, ja? Ein richtiges Pokerface. Der Iceman. Oder versucht es gut zu verbergen. Ja. War ja auch schon beim Bogen mit seinem Nicken, also er hat die Ruhe weg. Na gut, das war ja aber noch out of logic gewesen, ne? Also da kann man noch... Aber wenn man vorher direkt in Pot drin war, dann ärgert man sich, glaube ich, schon ein bisschen, dass man nicht doch vielleicht erst da oben hingegangen ist. Ja. No. Ja, vor allem auch die Sache mit den Darkrooms, ne? Wenn man sich da wirklich nicht sicher fühlt und dann sich denkt, oh, wäre ich mal zuerst da hingegangen, da hätte ich die Lampe, hätte alles gesehen und... Ich glaube, Markham will gleich auch noch das Powder checken und hat deswegen erstmal das Dark World Portal aufgemacht. Mal gucken. So, wer hat aufgepasst? Haben die Würmer was für uns? Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich glaube tatsächlich schon, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Und Markham geht nochmal in Turtle Rock rein. Quatsch, in Thiefstown rein. Okay. Ja, obwohl er pendend ist und er keinen Hammer hat. Ihm gehen, glaube ich, auch so ein bisschen die Spots aus mittlerweile. Ne? Ich meine, klar, Desert hat er noch. Aber vielleicht will er jetzt einfach erstmal alles auf dem Weg nach unten mitnehmen, was er so mitnehmen kann. Okay, und es war nur, in Anführungsstrichen, die Karte in der Wüste, aber Nid hat seinen zweiten Crystal. Oh,
Ihnen läuft es eigentlich ganz gut in diesem Seed, da kann man nicht meckern. Checkt jetzt auch nochmal erst Agina. Nur wir wissen, dass er nichts hat. Außer Geld. Und Markham findet den Pilz. Ja, und okay, auch wieder einen weiteren Spot aufmacht, was aber ein bisschen angenehmer jetzt ist, dadurch, dass wir ja die Flöte haben. Dadurch ist man immer noch mal schnell hochgeflogen, gibt ihn schnell ab. No. Andersrum, wenn man da noch mal hinlaufen müsste, wäre nicht so schön, dadurch, dass er ja auch Catfish schon mitgenommen hat. Ja, mich wundert ein bisschen, dass Nidhöggr nicht nochmal wenigstens gecheckt hat, ob irgendwas in Maia ist, weil so ganz viele Spots hat er eigentlich auch nicht mehr offen. Und er könnte in Maia rein. Er hat sowohl den Hookshot als auch die Boots, um die erste Hürde zu übernehmen. Und das Medaillon hat er auch. Könnte ein bisschen was machen. Eigentlich schon, aber naja, was hat er denn jetzt sonst noch auf? Vielleicht, wenn er jetzt das Tablet. Nee, er geht erstmal auf die rechte Seite wieder. So, Markham wird sich ärgern oder ärgert sich. Entweder liegt das letzte Item auf Blind oder in der Kiste, wo er nicht rankommt, weil er keinen Hammer hat. Blind will er aber auch nicht besiegen gerade eben. Deswegen geht er lieber raus. Also in Thiefstown, einmal fehlt uns der Kompass und ein Item. Ach, Nidhöggr ist tatsächlich gar nicht auf die rechte Seite gegangen zu dem Zeitpunkt. Interessant. Ach, ist er in die Dark World direkt nur gegangen? Er war doch eigentlich ein bisschen auf der rechten Seite, oder? Ich bin verwirrt. Reiten die Dark World, okay. Aber selbst von daher hätte er ja nochmal den Mirror benutzen können eigentlich. Aber gut, vielleicht weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er da gerade nicht drüber nachgedacht. Ich meine, immerhin gibt ihm das jetzt die Chance, den Sumaria-Stab noch daraus zu holen. Das wäre natürlich für ihn das perfekte Szenario. Und wie war das mit dem Baum und dem Wald, ne? Also, als ob es uns allen nicht schon mal so gegangen wäre. Das stimmt natürlich. So, Akam nimmt auch die Maya-Area mit. Geht er zuerst nach Desert oder in Maya rein? Geht er überhaupt in Maya rein? Weil er hat ja den Sumaria. Den sich Nid jetzt auch abholt. Ich denke schon, dass er reingehen wird. Klar ist das Equip jetzt noch nicht so super toll, aber er hat auch tatsächlich nicht mehr allzu viele Sachen, die er sonst machen kann. Okay, er geht zuerst in Desert. Fehlen uns immer noch zwei Schwerter. Die aber auch beide bei Ganon liegen können. Also im Turm. Genauso wie die Silvers, die auch überall sein können. Ja, ich bin gespannt, was wir noch so alles finden. Ich denke, die beiden freuen sich über jedes bisschen Hilfe, was sie kriegen können. Und auch Nid entscheidet sich jetzt doch, in Maia reinzugehen. Ja, das macht eigentlich auch am meisten Sinn im Moment. Er hat ja wahrscheinlich nur den Sumaria noch gesucht. Damit er es abschließen kann. So, damit ist Markham auf dem Weg zu seinem zweiten Kristall und mit auf dem Weg zu seinem dritten mittlerweile schon.
Und Maya ja jetzt auch im Tempel ist, der relativ lange dauern kann. Nicht muss. Ja, hoffen wir mal, dass die beiden nicht in den Cutscene-Raum müssen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Außer man braucht eine kleine Pause, dann. Dann ist es ganz nett. Aber uns fehlt auch nur noch der Hookshot. Der Hammer. Hammer für Go-Mode. Ja, Nidhogg war jetzt nicht so begeistert, dass er direkt den Big Key gefunden hat. Das hätte man sonst gerne in einem Go-Mode Seed. Genau. Dadurch, dass er halt den Hammer noch sucht und erstmal nur den Kompass findet. Ja. Könnte denn der Hammer überall sein? Also ich finde, Maya wäre schon ein guter Ort für so einen Hammer. Schauen wir mal. Ja, aber wie unser Chat auch schreibt, es wäre natürlich jetzt auch richtig mies, wenn der auf Blind liegt. Ach ja, der Chat ist immer aufs Schlimmste aus wieder. Ich meine, wenn ich selber nicht spielen muss, ne, kann ich mir auch die schlimmsten Szenarien ausmalen. Das Schlimme ist, wenn ich selber spiele, ich verhasple mich auch gerne in solchen Sachen. Also, bei mir ist es wirklich mit dem Baum und dem Wald. Ne? Ich sehe Sachen, die gar nicht da sind. Ich glaube, das passiert jedem Mal. Also da musst du dir keinen Kopf machen. Aber ein wunderschöner Fight gegen die Landmus von Markham. One-Zeige, wenn ich mir nicht verguckt habe. Ich sehe ständig Sachen, die nicht da sind. Das ist schön, dass es nicht nur mir so geht, Ari. So, Nid macht die Cutscene-Chess. Und Markham flattert weg. Ja gut. Um wieder über den Stein in die Maya-Area zu kommen. Vielleicht möchte er den Spooky Action Glitch nochmal aufsetzen oder so. Ich weiß es nicht. Oder er mag den Weg einfach ein bisschen lieber. Nein, er hatte sein Portal ein bisschen ungünstig gesetzt, sagen wir es so. Das kann natürlich auch sein. Sein Portal war direkt über dem Haupteingang. Das heißt, er hätte nochmal durch den kompletten Main Hall zurücklaufen müssen. Ja, dann macht es natürlich was Sinn. Nid bepudert hier die ganzen Töpfe, um seine Fee zu bekommen. Und vergisst wahrscheinlich, dass er das hat. Jetzt hätte er sich auch eine mitnehmen können. Flaschen haben wir genug. Wäre die etwas sicherere Variante gewesen, das stimmt. Aber vielleicht macht er das auch gleich noch, da kommen ja noch ein paar Anti-Fairies. Ja. Also in Maya ist der Hammer schon mal nicht, das wissen wir. Ja, was bleibt denn sonst noch? Vielleicht das untere Tablet. Oder ist es vielleicht doch in Ice Palace? Oder auf Blind. Oder auf Blind, genau. Das sind jetzt alles nicht die schönsten Optionen. Die Schaufel haben wir auch noch nicht gecheckt. Arma kam dem Pilz abgeben, war er auch nicht, ne? Ne, bis jetzt noch nicht. Und Markham hat halt auch immer noch nur seinen Fighters. Und dann das Schwert Nummer 1. Ja. Da bin ich gleich mal gespannt, wie er den Kampf angehen wird, ob er sich die Pfeile dann für die letzte Phase aufspart oder ob er ein paar Bomben wirft. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja gut, wir haben auch das Cape und die Boots, aber mit dem kleinen Schwert halt auch nicht unbedingt so schön, aber... Ich glaube, das geht gar nicht mit dem Fighter Sword nur, da durchzudashen. Ich glaube, okay. Da gehen nur Spins. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ich
sagen wir mal, zu 90% sicher, aber das werden wir gleich wahrscheinlich dann sehen. So, Mitmach-Variante Cape und Spins. Ja, für ihn ist das mit Master Sword natürlich viel angenehmer. Und Markham hat gut aufgeholt und macht Variante Bogen. Halt, oh nein! Oh, das hat man jetzt auch in seiner Reaktion gesehen. Er hat versehentlich den Spiegel genutzt. Oh. Oh, ist das ekelhaft. Ja, das ist ärgerlich. Und er hatte so gut aufgeholt. Ne? Die waren ja jetzt wirklich beide beim Fight gegen Witty. Und Nitz hält seinen dritten Crystal in der Hand. Und Markham muss den ganzen Dungeon nochmal durchlaufen. Ja. Ärgerlich. Das Wichtigste ist jetzt, die Fassung zu bewahren. So ja. Unschön, wie das natürlich ist, aber ja, man muss irgendwie wieder verkraften und sich weiter konzentrieren. Und da hat er auch keinen Schlüssel dafür. Ah, er ärgert sich. Was verständlich ist. Ja, Markham hat erstmal, wollte erstmal den Boss machen und danach wahrscheinlich nochmal wieder rein oder so. Müssen wir ihn mal fragen dann. Oder halt wirklich nur Boss, weil er sagt, nee, ist hier nicht drin. Geh Risiko. Und Nid holt Thiefstown nach. Ja. Ja, es gehen wirklich langsam die Spots aus, ne? Jetzt muss man sich dafür entscheiden, welche der unschönen Möglichkeiten ist jetzt die, die ich am liebsten mache. Ja, aber ganz ehrlich, warum geht er nicht zuerst nach Eis, ne? Das ist ein Crystal Dungeon. Es ist sogar der Red Crystal. Kein Hammer, um ihn zu beenden. Ja, na, der eine Spot da. Das ist genauso wie in Thiefstown ja der eine Spot. Und Thiefstown ist halt nur pendend. Ja, aber den Boss kannst du auch nicht ohne Hammer besiegen, ne? Also, ja, also tatsächlich würde ich auch direkt Ice Palace gehen. Einfach, ja, um da schon mal alles rauszuholen und um sicher zu gehen, dass es da nicht drin ist. Weil die anderen Möglichkeiten auch alle sind. Pad wurde schon gecheckt. Auf dem Pad liegen Pfeile, wenn ich mich nicht... Ja, 10 Pfeile. So wie es aussieht, nicht. Hayukid. Du hast auch gerade geguckt. Ja. Ich war auch gerade dabei, die Liste rauszuholen. Oh, Markham geht Cutscene-Chest. Wie waren das in Eastern? Wie weit kannst du dich zurückerinnern? Hatten wir da beide Items schon raus? Ich weiß, da lag ein Schwert. Nee, das aber liegt auf den Amos noch was? Das ist die spannende Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Es ist auch schon wieder so lange her, ne? Also. Ja, bestimmt schon eine Stunde. Da kann man auch schon mal was vergessen. So, jetzt schauen wir erstmal, was Blind hat. Vielleicht hat der ja sogar den Hammer versteckt. Und Nid macht Variante mit Burner. Zumindest ein bisschen sicherer, ne? Aber so gut, wie er ausweichen kann, hätte er das, glaube ich, auch ohne Burner hinbekommen. Eigentlich genug.
Und es liegt nur ein Ruby da, das heißt, der Kompass schließt sich unten oder ist in der Big Chest drin. Ja, also unten eingeschlossen. Thievestown war nicht die Antwort. Mal gucken, ob Markham den Fight jetzt gut rumbekommt. Macht Variante Bomben. Und merkt, es funktioniert nicht mit Fighter Sword. Ohne Spins, sondern... Und wenn er, also wenn er die Spins versuchen will, dann sollte er mit dem Rücken erstmal zu den Augen stehen, damit er da nicht aus Versehen reinpiekt. Ja, ja, jetzt, da auch. Sieht man, das macht keinen Schaden leider. Ich weiß nicht, ob er das realisiert hat gerade, dass es keinen Schaden gemacht hat. Mal gucken. Ich bin ja auch so ein Variante-Bomben-Typ, aber die hat er jetzt auch schon aufgebraucht. Probiert es nochmal mit ein paar Pfeilen. Ich habe gestern, glaube ich, auch gelernt, dass die Augen ja auch eine bestimmte Taktik haben, wo sie hinfliegen. Und da geht er Game Over. Als erstes dieser blöde Missgeschick, dass er da auch so sehen... den Spiegel kommt, jetzt geht er Game Over, er ärgert sich auch, wie eindeutig zu erkennen ist. Ja, das Master Sword, das macht schon sehr, sehr viel aus bei Vitrius. Mal gucken, vielleicht geht er ja doch nochmal jetzt die rechte Seite von Pot angucken oder so. Er ist sich unentschlossen. Er gibt den Pilz ab. Ja. Ich glaube, er wollte erst zu Pot flöten, aber hat dann gemerkt, dass er den Hammer ja noch gar nicht hat. Und dann erstmal wieder ganz rumlaufen müsste. Also es läuft gerade nicht so, wie er sich das erwünscht, natürlich. Und wir sehen, was auf dem Bomboss liegt. Oh! Oh! Der Hammer auf dem Pilz! Und er fragt sich, warum habe ich den nicht die ganze Zeit schon abgegeben? Ja. Eindeutig zu erkennen an seiner Reaktion. Aber an unserem Tracker, ich habe gerade gesehen im Menü, er hat noch gar keinen Puder. Also er hat zwar jetzt wunderschön den Hammer, hat auch den Pilz abgegeben, hat aber gar keinen Puder. Wo war denn jetzt nochmal der Pilz schon wieder? War der nicht in Thievestown sogar? Und wenn, dann hat Nidhogg den jetzt... Ja, er geht jetzt erstmal Swamp checken, wie es aussieht, anstatt den Pilz abzugeben. Das gibt Markham wieder ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Wo war der Pilz? Ja, in Thievestown. Oben in der, ne? Oh, wo du das freibomben musst. Ja. So, Markham jetzt natürlich wieder mit dem Vorteil, er hat den Hammer. So, und Nid kommt nicht weiter, weil er keinen Hammer hat. Und hat aber den Pilz, hat er abgegeben und bekommt jetzt auch seinen Hammer. In dem... Oh, und er bekommt wirklich sein Schwert. Markham hat Blind nicht platt gemacht. Er ist vorher raus. Was wir aber auch gelernt haben, was auch nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, da lagen nur 20 Rubine. Und... hat aber auch leider Meier nicht abgeschlossen. Ich glaube auch, das ist so eine Sache. Fragen wir ihn nachher oder fragen wir ihn nicht? Ich glaube, es wird ihn schon genug ärgern. Ich würde sich freuen. Ich sehe gerade, hat Nid seinen Hammer nicht geholt? Er geht jetzt nach
Ice Palace? Oder ist es nur einfach nicht getrackt? Doch, er hat ihn geholt. Hat jetzt schon einen Schreck gekriegt. Hab gedacht, er hat ihn nicht geholt. So, komm mit. Wie du siehst, hat sich nicht dazu entschieden, nach Eis reinzugehen. Und Markham hat sein zweites Schwert bekommen in Swamp. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nita hat das ja auch. Also das dritte in dem Fall natürlich für ihn. Ja, gleich in der ersten Kiste, aber weiter ist er ja nicht gekommen. So, sehen wir jetzt den Icebreaker. Die ganz stark davon aus, jawohl. Ja, sieht so aus. Und hinten natürlich bei dem Wasserfan der Big hier, aber wir brauchen ihn nicht. Es gäbe nur noch die Silvers, die wir haben könnten wollen. Also ich bin mal gespannt, ob Markham sich dann noch das dritte Schwert aus Pott holt. Weil er ist ja so gesehen auch schon im Go-Mode. Ich weiß nicht genau, ob er noch einen Schlüssel über hatte. Da bin ich mir auch nicht sicher. Da müssen wir gleich mal schauen. Das kann natürlich ein weiterer Vorteil für Nid sein. Mal gucken, ob Nidhögger noch ein bisschen extra Kram checkt oder ob er sich sagt, nee, ich mache nur das auf, was direkt auf dem Weg liegt. Ja, er braucht ja eigentlich auch nichts weiter, bis auf die Silvers gegebenenfalls. Die halt den Ganon-Fight im Endeffekt ein bisschen einfacher machen oder ganz schön einfacher machen zum Schluss. Ja. Zumindest checkt er aber jetzt noch die Sachen, die hier direkt auf dem Weg liegen. Also hätte schon gerne noch was. Ja, und er hat halt oben das Tablet nicht gecheckt. Ne? Das heißt, er weiß nicht, dass da oben seine Redmail liegt. Die wird er wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen. Die könnte man vielleicht vor Ganon Tower noch abholen. Wenn man da immer noch auf der Suche nach den Pfeilen ist, dass man vielleicht sagt, hier los, komm, ich guck da schnell nochmal drüber. Wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten. Ja. Also ich sag mal, wenn, dann würde ich das tatsächlich aber, also ich würde dann empfehlen, wenn man das wirklich noch suchen will, dass man dann erst den Big Key in GT sucht und sich danach dann, wenn man sich zum Start zurückportet, dann nochmal rausgeht und das nicht vorher macht, weil in GT gibt es ja einfach viel mehr Checks und vielleicht findet man das dann auf dem Weg. Ne? Das wäre die etwas bessere Variante wahrscheinlich, wenn man unbedingt nochmal gucken möchte. So, und Nid hält seinen nächsten Crystal Nummer 4 in der Hand. Das heißt, nach Swamp wäre jetzt auch die Red Bomb möglich. Aber auch die werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen, gehe ich davon aus. Markham versucht sich zum dritten Mal an Witty. Ja, hoffentlich klappt es diesmal. Ich meine, mit Master Sword wird es schon um einiges einfacher. Ja, jetzt kann er halt auch die Dashes machen, also dadurch flitzen. Ja. Und hat sogar das mit dem Firewatch-Schuss gemacht. Keine Ahnung, wie es heißt, aber dass die, dass der Schalter umgelegt wird anhand des Firewatts. Das ist der sogenannte Spooky Action Glitch. Ein sehr
Ein sehr schöner Name natürlich, wer auch immer sich den ausgedacht hat. Aber irgendwie darf man dann vorher keinen Bruder verwenden oder so, ne? Irgendwie, irgendwas war da. Habe ich so irgendwo im Hinterkopf. Ja, durch bestimmte Aktionen, mit dem Fire Rod zum Beispiel, kann man das zunichte machen vorher. Aber ja, scheinbar hat er sich das gut beigebracht, denn es hat alles funktioniert. So, auch hier könnte er noch mal eine Potion nehmen. Aber braucht er nicht. Nimmt gleich den Bogen und Bitty ist auch erledigt. Bitty Nummer 3 erledigt. Und findet einen Schlüssel. Hat sich ein bisschen über Witty geärgert, das hat man gesehen, wie er da Ja. nochmal durch und durch in die Wand gerannt ist. Verständlich. Wahrscheinlich auch Ja. über sich selber, vor allem mit diesem ersten Mistake, was er da hatte, also dass er da aus Versehen den Spiegel genutzt hat. Ja, das ist. Da kann man auch schon mal Wahrscheinlich ein aber auch bisschen. der Aufregung geschuldet, ne? Genau, da wird man dann schon mal aus dem Konzept gebracht, auf jeden Fall. Wenn wir ja vorhin schon festgestellt haben, ist ja doch was anderes, wenn du im Race bist, grundsätzlich, aber wenn es dann auch noch gestreamt wird. Also das, was kann, hat er auf jeden Fall schon bewiesen. Er hat schon ein paar sehr schöne Bossfights gehabt und auch ein paar interessante Tricks gezeigt, die auch nicht jeder kann. Ja. Das größte Ja. Problem von Markham heute war bis jetzt einfach, dass er immer die unglücklichere Route genommen hat, ne? Also, das ist an zwei, drei Stellen dann passiert, wo er zum Beispiel dann das Schwert weniger hatte oder ja, nicht mit dem Bogen in Port reingegangen ist, solche Sachen. Die haben dann natürlich extra Zeit gekostet. Und er Aber geht mal aber schauen, noch ist Zeit. zuerst nach Eis statt in Port rein. Ja. Tatsächlich wäre ich auch erstmal nach Pott gegangen. Denn das ist ein bisschen einfacher zu besiegen und man hat die Chance, noch ein paar Verbesserungen zu bekommen auf dem Ja, und er war Weg. ja schon drin. Ja. Er rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass da auch noch ein Schwert drum liegt, was ihm dann auch noch helfen könnte. Ne? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Ist ein bisschen unglücklich, ne, seine Entscheidung, aber es passiert. Mal gucken. In Ganon's Tower kann auch noch vieles passieren. Ich weiß nicht, wie gut Nid ohne Silvers klarkommt. Die haben wir ja auch noch nicht gefunden. So, macht ihr auch Spin-Variante bei Argus nicht? Die Variante mit dem Firewood. Und hält seinen fünften Crystal in der Hand. Das heißt, Nid hat nur noch Pot und Turtle Rock offen. Ja. Bin gespannt, ob Nitz sich dann auch vielleicht noch mal ein paar Bottle Refills holt oder ob er mit dem Kram zufrieden ist, den er jetzt hat. Weiß gar nicht, was hat er denn gerade bei sich drin? Kann ich gerade gar nicht sagen. Ich glaube, er hat mindestens noch eine Green Potion, aber ja, das war's dann wahrscheinlich auch so ziemlich. Na gut, so eine Fee ist schnell geholt. Wir haben das Netz, das Puder, weil die ist schnell mal mit eingefangen. Das stimmt. Ansonsten zum Auffüllen halt noch eine Blue Potion mitnehmen, aber pff, der Umweg sich dann wirklich so lohnt, wenn er noch die Green Potion hat. Halt immer die Frage, ne? Ich meine, mit Half Magic ist es noch mal angenehmer, aber so, wenn mal bei Ganon vielleicht beim Torch Glitch was falsch läuft und man sich nicht super sicher ist, dann kann es auch schon knapp werden mit einer Green Potion. Ne? Wie gesagt, ich kann nicht genau einschätzen, wie gut
gut Nidhögger jetzt bei Ganon Silverless aussieht, aber soweit er wird es sicherlich jetzt irgendwie hinkriegen. Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht gehabt. Ich bin erstmal grundsätzlich nur von Turtle Rock ausgegangen. Aber stimmt, Ganon ist ja dann auch noch. Ja, aber Turtle Rock wird es wahrscheinlich reichen, denke ich mal. Ja, die beiden sind so geübt, also ich gehe davon aus, dass Trimax nicht das Problem ist. Markham macht hier sogar noch die, ja, die wunderbare Master Sword Strategie mit den, Mensch, wie heißt das denn jetzt? Wieso fällt mir denn der Name nicht ein? Diese ich weiß nicht, was voll du sagen willst. Also er hat volle HP und schlägt und dann fliegt diese kleine, wie heißt es denn? Diese Strahlendinger. Genau. Da. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Das kann doch nicht sein. Ich spiele dieses Spiel seit 100 Jahren und hab's vergessen. Na, die Strahlendinger. Swordbeams, genau. Also tatsächlich, wenn man einen Fire Rod Schuss macht und dann noch einen Sword Beam hinterher macht, dann kann der Sword Beam auch ein bisschen was von der Eisrüstung sozusagen von Cold Stare kaputt machen. Also falls man mal nicht genug Magie hat, dann kann man sich immer noch dadurch retten. Das können auch nicht alle, würde ich mal sagen. Also wieder eine nette Strategie, die man hier bei Markham gesehen hat. Hammersaw tänzelt wunderbar um Nid drumherum und weicht seinen Pfeilen aus, aber jetzt... Ja, wahrscheinlich hätte er einfach besser raufgeschlagen. Aber solange er noch ein paar Pfeile über hat, ist ja alles in Ordnung. Halt auch, wenn wir jetzt die Silver schon hätten, auch wesentlich schneller gegangen, ne? Aber hätte, vielleicht finden wir sie gar nicht. Stimmt. So, jetzt hoffen wir mal für Markham, dass er sein drittes Schwert findet und nicht irgendwie. Ja, er kann ja das auch skippen, die Seite. Ja, könnte er. Ich weiß nicht genau, was da noch alles über ist, wo noch Schlüssel rumliegen könnten. Und er geht durch. Hier ist er in der Mitte. Nee, er wird gleich zu Hammer gehen. Oh, das wäre aber nicht gut. Hoffentlich denkt er gleich noch dran, bevor er da den ganzen Weg läuft. Oh. Das wird dann auch noch mal wieder ein bisschen Zeit kosten. Da oben hätte dein Schwert gelegen. Ich meine, vielleicht kriegt er es noch, wenn er gleich merkt, dass er doch noch einen Schlüssel braucht. Ja, er braucht noch einen Schlüssel, stimmt. Da wird er sich gleich wieder ärgern, also... Bicky müsste er schon haben. Aber auch in der Big Chest war nicht unbedingt was drin gewesen. Also ich glaube 20 Rupees oder so. Also nichts von nennhaften Wert. Mal gucken, ob ihm das noch auffällt, bevor er gegen die Tür läuft. Sieht aber nicht so aus. Ja. Immerhin kriegt er so noch sein Schwert. Also ich denke mal, im Endeffekt ist es noch die bessere Variante. Werde er es danken, ja. Oh Mann. Und nicht in der Zwischenzeit... Hat er schon wieder vergessen, was auf Turtle Rock lag? Weil er freut sich gerade so, als ob er entweder gar nicht geguckt hatte. Nee, ich glaube, er hat tatsächlich nicht geguckt, weil das beim ersten Mal ist er ja direkt in die Dark World und hat... da nur Floating Island gecheckt, glaube ich, ne? Und dann beim zweiten Mal war er dann nur in der Light World da. Und dann hat er halt gerade eben die Riesenerleichterung wirklich angesehen, dass es nicht Bombos ist. Ja. Dann Markham hat sein drittes Schwert.
Na, zum Glück. Das wird ihm nochmal helfen. So, auch Turtle Rock ist ja halt, was den Big Key angeht, kann es gemein werden. Kann aber auch relativ zügig gehen. Mimikave werden sie auch nicht mitnehmen, gehe ich ganz stark davon aus. Nee, das denke ich auch nicht. Das ist einfach ein Check, der dauert zu lang. Ich meine, wenn die beiden vielleicht noch die Laser Bridge mitnehmen, auch wenn sie dann schon den Small Key gefunden haben, das könnte ich auf jeden Fall verstehen. Und das ist unser Big Key. Ja. Also, es scheint ein halbwegs netter Turtle Rock zu werden. Aber mal gucken. Ja, und halt, dann ist wieder die Frage, nimmst du die Laser Bridge mit, um halt unten den Safety doch nochmal zu nehmen, oder skippst du es komplett? Also ich würde an deren Stelle tatsächlich das nicht skippen, weil da kann immer noch ein Schwert oder die Silvers sein. Ja, und den Ausgang? Kann man mal mitnehmen. Den Ausgang, das kommt drauf an, wie sicher sich die beiden fühlen. Also ich sag mal, mit Tempered Sword geht's eigentlich, ne? Aber ja, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann lieber mitnehmen natürlich, als nochmal in der Walachei irgendwo in Turtle Rock zu starten, wenn man stirbt. Das wäre dann besonders ärgerlich. Oh. Vielleicht wäre es jetzt auch nochmal sinnvoll, tatsächlich wirklich mal langsam eine Fee noch mitzunehmen. Weil dann kann man die Safety Door wirklich weglassen. Scheint auf sein Gedanke zu sein, er hat schon das Puder aufgerüstet. Und er vernascht sie. Und nimmt sich keine mit für eine Flasche. Oh, und jetzt hat er seine ganze Magie verballert. Dann sollte er vielleicht gleich nach dem... Er geht da sogar durch und checkt doch nochmal alles. Okay. Das hätte eigentlich auch nicht sein müssen. Oder er will sich einfach die Full Magic. Oh! Aber es hat sich gelohnt! Oh, um Gottes Willen, das gibt's doch nicht. Eigentlich hätte er jetzt tatsächlich durch die andere Röhre gehen sollen. Dann hätte er nochmal seine Magie auffüllen können. Denn ohne Magie müsste er wahrscheinlich gleich dann seine Green Goo nehmen. Das wäre blöd. Ja, halt, aber für die Silvers mitnehmen ist doch. Aber ja, das ist natürlich. Also, wenn Markham das aufmacht, Hut ab. So, aber da wir ja einmal schon auf der Suche in Turtle Rock nach dem Big Key waren, möchtest du bestimmt ein wunderbares Spiel vorschlagen? Nee, möchtest du das? Möchtest du nicht, Schweinerei? Nein. Okay, dann mach ich's. Also, wenn der Nid seinen 7. Crystal in der Hand hält, wird unser wunderbarer Tracker, der Santolos, statt in den Chat schreiben. Ihr könnt dann ganz wild Zahlen zwischen 1 und 22 in den Chat schreiben, wo ihr denkt, dass der Big Key sein wird. Und beim Eintritt von GT wird unser Tracker dann auch wieder das Stoppzeichen geben. Zu gewinnen gibt es. Kermit, was gibt's? Unsere niemals enden wollende Zuneigung. Und Internetpunkte. Die es natürlich nicht gibt, imaginäre. und ein Shoutout. Der Shoutout besteht darin, dass wir euren Namen vorlesen werden. Oh, jetzt findet er auch noch das Buttersword. Das gibt's doch nicht. Also Nietzschöger kriegt alles, was er will. Und Ruhm? Nee. Ohne Haar wäre es noch besser, aber nee, wir sollen das bezahlen alles. Also nee, das können wir nicht machen. Ah, hier ist was los, was hier vorgeschlagen wird im Chat. Nein. Ruhm kriegt nur die Person, die am öftesten dann richtig gelegen hat.
zum Ende des Turniers und es schreibt aber keiner mit, genau. Auch Markham hat seinen Biggie und nimmt den Safety mit. Er braucht noch den Small Key. Ach so, stimmt, er hat keinen Key, aber hat das Bombos gefunden? Den Kompass? Und da ist er. Nimmt er jetzt auch den Exit noch mit? Nein, macht er nicht. Nee, wahrscheinlich wird er sich jetzt noch die Fairies da zu Gemüte führen und dann, mit Buttersword ist der Kampf so einfach und es geht so schnell. Also ich denke... Er hat sich aber immer noch keine in die Flasche gepackt, ne? Keine Fee. Nee, das wundert mich auch ein bisschen. Vielleicht denkt er auch einfach nicht dran, ne? Er hat auch versnackt. Und jetzt nochmal nach unten zu laufen, wäre echt. So, jetzt aber Markham, nimmt er die Silver sich mit oder nicht? Also es wird mich wundern, ganz ehrlich. Normalerweise... Ja, normalerweise, aber was ist schon normal im Randall? Das stimmt. Nee, natürlich nicht. Oh. Ich finde, das fasst aber ganz gut das Rennen bis jetzt zusammen, ne? Also Nitaga hat schon... Hat natürlich auch nicht alles richtig gemacht, ne? Die Skywoods am Anfang geskippt und ein paar andere Kleinigkeiten, aber Markham hat schon echt viel Pech gehabt mit seinen Entscheidungen und ja. Ich sag mal, wenn Markham gleich wenigstens noch das Schwert dann mitnimmt, dann ist er auch zufrieden. Auch wenn die Silvers natürlich noch angenehmer wären. So, Turtle Rock, sag ich schon. Trinex ist am explodieren. Das heißt, Nit hat gleich seinen Crystal in der Hand. Dann Tullus hat auch schon Start reingeschrieben. Was ist deine Zahl? Du hast die 1. Ich nehme die 1 einfach. Die 1. Ich will immer das Netteste für die Runner. Ja, aber wo ist die 1? Das weiß die ich nicht. Die 1 egal. Auf der Torch oder ist die... wo ist deine 1? Meine 1, das wäre tatsächlich die Torch. Also ich, für mich ist die Torch die 1. Du gehst immer links lang sozusagen. Links bis zum Stealth Room, dann wieder nach rechts und danach wieder Mirror und wieder links. Okay. Aber da hat ja jeder seinen Geschmack, sage ich mal. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Nidhogg den Hope Room mitnimmt und dann nach links geht. Sag mal, das ist die etwas einfachere Route, denn rechts lang zu gehen, finde ich ein bisschen unangenehm eigentlich. Aber ich bin aber auch so ein Linksläufer, muss ich sagen. Muss ich gestehen. Ja. Nur Nit läuft rechts. Erstmal. Es ist meistens so, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist die rechte Seite ein bisschen. Oh, aber scheinbar geht er ganz rechts lang. Interessant. Ich hätte es jetzt sehr stark gewundert, wenn er gleich den Tyrone gemacht hätte. Ja, das hätte mich auch gewundert, tatsächlich. Dafür lief es eigentlich zu gut. Also das wäre schon ein riskantes Play. Ja, aber damit kann man halt auch, wenn man im Rückstand ist, wirklich viel, viel Zeit gut machen, ne? Wenn es dann wirklich dort sein sollte. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass Nidhogg erstmal davon ausgeht, dass er im Rückstand ist. Aber eigentlich hat er soweit viele gute Entscheidungen getroffen. So, wir sind aber 3, wenn ich richtig bin. 4, 5 ja. Und Nummer 6 ist es auch nicht. In der Zwischenzeit Markham bei Trinex. Und Nick läuft aber weiter durch, ne? Das kann spannend werden, wenn jetzt der Big Key direkt links liegt und Markham da den vielleicht direkt holt. Also... Sieht man eigentlich auch relativ selten, dass man gleich da weiter durchläuft. Ich kenne eigentlich so Variante, die nach den 4 Truhen dann das sich rausgespiegelt wird. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn der Biki jetzt auf der linken Seite direkt ist, dann wird es sehr, sehr spannend, denke ich mal.
Ja, aber dann hat halt mit immer noch den Vorteil, dass er die Silvers hat. Kann viel passieren, ja. Was immer, ich habe schon wieder, 7 müsste das gewesen sein. Aber halt die Armor sind auch so einfach mit Silvers, ne? Ein Treffer und das war's. Acht, neun, zehn. Oh! Und sie liegen links. Malcolm läuft auch erstmal die zwei Checks. Hoffen wir dann für ihn, dass er dann mirrored und links lang geht, dann wird es nochmal sehr spannend, denke ich. War das Nummer 11? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, das war gerade die 11. Die Nee, das Lampe. war die 12 Die eigentlich. 12 schon. Ja. Dreizehn. 14, 15, 16 auch nicht. Eieieiei. Wird doch nicht auf der 22 liegen. Das wär's ja noch. Jedenfalls hat Mark haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Ich hab schon wieder vergessen, wo wir waren. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube, das begibt sich jetzt, oder? Oh, Hilfe. Also Rando Room, die letzte Tour wäre 21. 16 müsste das gewesen sein. Genau. Ihr seid bei 17. Was denn nur? Ah, die 21, okay. Aber hier ist ja auch noch eine. Random Rooms sind 4. Okay, hier war es glücklicherweise auch nicht. Da braucht man nicht weiter überlegen. Also wir haben jetzt noch 4. Plus natürlich die wunderbare Tile-Room-Chest, also. Hier, da wissen wir, dass die 22 ist. Die heiß begehrte. Auch nicht. Immer noch nicht. Oh oh. Da ist er. Die 21. Die Silvers lagen auf der Lava-Chest in Turtle Rock. Ja. Die 21. Herzlichen Glückwunsch an Paulinchia. Und an Linesha. Ja, Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet nicht aufgeschrieben, weil es gibt nichts zu gewinnen. Oh, also Nidhögger hat jetzt auch ein paar Problemchen hier. Ich weiß nicht, ob ihn der Big Key noch ein bisschen außer Fassung gebracht hat, aber Markham holt sehr stark auf. Also noch ist das Rennen nicht vorbei, selbst mit Silvers Vorteil. Eher rumstolz. Ja, mit dem Rum. Oh, okay, Markham hat auch ein paar Problemchen bei dem MX. Denkt dran, ihr habt Spiegelschild. Die können euch nichts tun. Ja, aber Spiegel ist auch so eine gefährliche Variante, ne? Spiegelschild ist noch besser. Ah, jetzt nimmt Nethörger sich doch noch mal eine Fairy mit. Er kann sich keine mitnehmen, er hat keine leere Flasche. Okay. Okay, deswegen hat er sich die ganze Zeit schon keine mitgenommen. Ja, Nethörger verplempert jetzt ein bisschen Zeit, aber zumindest die Magie war sehr wichtig. Also er musste sowieso in den Raum rein eigentlich, wenn er nicht unbedingt seine Bottle verschwenden will. Markham hat Variante genommen, dass er vorher sich runtergestürzt hat. Und dann durch die Kanonen durchgerannt ist. Oh, Markham macht sehr viel Zeit gut hier.
Das wird sehr knapp. Aber wir haben ja da auch noch unseren Trolldorm Nummer 2, ne? Der auch so einiges trollen kann. Oh, jetzt sind die beiden fast gleich auf. So, wie kriegt er den zweiten Landmove-Fight hin? Der erste war ja ein One-Cycle. Der zweite läuft nicht ganz so gut wie der erste. Und entscheidet sich dazu, seine Blue Potion zu nehmen. Ich meine, beide sind natürlich jetzt voll, voll auf nervös, ne? Also. Ja, ne, wir sind bei einer Stunde und 53, ne? Die werden sich beide denken, was ist hier los? Ja. Was passiert denn mein Gegner? Warum ist der noch nicht fertig? Ja, dass die natürlich so nah beieinander liegen, weiß ich nicht, ob sie sich das überhaupt in entferntesten ausmalen könnten. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, Markham hat viel Pech gehabt und denkt deswegen wahrscheinlich, dass er hinten ist. Und Nidhöggr hatte gerade das wunderbare Erlebnis, dass er genau falsch und gerne ins Tower gelaufen ist. Das tut auch immer ein bisschen weh. Und wenn man, noch ein bisschen neuer ist, dann denkt man ja auch, dass dann die Execution vielleicht auch nicht reicht in so einem Fall. Aber, wie man sieht, beide eigentlich im gleichen Raum, könnte man sagen, ne? Vielleicht machen am Ende wirklich die Silvers den Unterschied. Das war als Kind immer mein Hassraum, muss ich gestehen. Ich habe nie gecheckt, dass man dazu den Fire Rod nehmen kann. Ich habe immer versucht, alles mit der Lampe anzumachen und es hat nicht funktioniert. Man kann es tatsächlich auch mit der Lampe hinkriegen, aber das ist natürlich nicht so einfach wie mit dem Fire Rod. Ja, kann ich bestätigen. So, hoffen wir mal, dass keiner unterfällt. Oh! Oh nein! Und ich sag's noch. Der erste hat ihn ja schon so getrollt. Das stimmt. Zum Glück gibt's hier keine Mitte, wo man ganz zum Anfang runterfällt. Und Markham schafft ihn beim ersten Versuch. Eieiei, jetzt Markham wieder ein Stück von. Das ist das erste Mal seit sehr langer Zeit. Oh. Das ist jetzt wahrscheinlich auch. Ja, er schimpft auch wie ein Rohrspatz. Wahrscheinlich auch die Aufregung noch mit. Aber er hat ja immer noch den Vorteil mit den Silvers, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Was würdest du an. Also, grundsätzlich an seiner Stelle jetzt. Würdest du davon ausgehen, dass dein Gegner die Silvers auch mitgenommen hat in dieser, in Anführungsstrichen, merkwürdigen Position? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es schon sehr ungewöhnlich, da den Raum aufzumachen, also. Und die Silvers da mitzunehmen, ne? Hm. Aber ich glaube, im Moment denkt er gar nichts, sondern versucht einfach nur, das jetzt schnell fertig zu kriegen. Eieiei. Ja, die Aga. Patterns sind jetzt auch nicht so toll. Ich will gar nicht wissen, wie die sich fühlen. Ja, mir geht's ja jetzt gerade schon. Eieiei. Ja, bei Markham fliegen die Bälle in alle Richtungen, aber nicht zu Aga. Jetzt kann Nidhöggr wieder ein bisschen aufholen, wenn er es halbwegs ordentlich hinkriegt. Ich kriege da auch einen Heiden Blue Bolt. Oh. Okay, jetzt. Oh. Beide gleichzeitig Aga da. Herz allerliebst, was ihr uns hier bietet. Und sie denken sich beide, was ist hier los? Was macht mein Gegner wahrscheinlich? Warum ist der noch nicht durch? Ja, da müssen jetzt die Nerven halten bei beiden. Keiner darf hier runterfallen. Das wäre jetzt so ein schöner Zeitpunkt, dass halt nicht nur die Kamera da ist, sondern auch so ein Pulsmesser oder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Eieiei. Ich meine, die Silvers sind ein großer Vorteil, aber mit Buttersword geht's einigermaßen. Oh, oh, oh. Da kann man.
Und Markham stirbt bei Gannon. Keine Fee. Hat er auch keine Potion mehr? Also eine Green Potion hat er noch, aber... Und ja, sonst nur eine... Nee. Nur eine Biene. Genau. Halt ohne Silvers und dann nur eine Green Potion und... Ja, der Tod könnte gerade das Rennen noch ausgemacht haben. Mal schauen. Aber Nidhogg kann ja auch noch runterfallen. Ja, Endgegner Bridge. Hoffentlich nicht. Ja, also bei Nidhogg flattern auch die Nerven, das sieht man. Da gehen die Schwertschläge auch irgendwo ins Nirgendwo. Aber einen Treffer braucht er noch. Das kriegt er wohl hin, oder? Nur Ruhe bewahren. Genau. Ist mal leichter gesagt als getan. Und er hat's geschafft. Jetzt nur nicht runterfallen. Explodiert das blaue Schweinchen. Schweinebraten. Ach nee, es war ein anderes Spiel. Aber wenn Brücke geöffnet ist, schreibt eure GGs an Nidhogg in den Chat. Endgegner Bridge ist erledigt. Er hat's aber auch spannend gemacht, hey. Eieiei. Zum Glück hat er die Silvers gehabt, sonst wäre es also wirklich noch knapper gewesen. Ja, aber auch so. Markham braucht jetzt noch ein paar einzelne Schläge. Ich kann nicht genau sagen, wie viel es sind. Aber durch das Butterschwert macht es halt auch schon ein bisschen einfacher. Jetzt nicht nochmal sterben, bitte. Ah, das sieht aber ganz gut aus. Also mit den Spins. So, bevor die beiden durch sind, will ich mal schnell noch hier einen schnellen Ausblick machen. Ich muss mich dann stoppen, wenn Markham auch durch ist. Okay. So, als nächstes gibt es dann um 18.10 Uhr. Er ist durch. Er ist durch, okay. 18.10 Uhr auf Speed Gaming 1 und 2. Beides wird gleichzeitig übertragen. Einmal Dankner gegen Marv und Loadpille gegen Dr. Diabetes. Und auch GGs an Markham. GGs. Sehr spannend. Schauen wir mal, ob die beiden gleich zum Interview kommen. Auf jeden Fall sehe ich sie schon da unten im Channel hocken. Eieiei. Kommt ruhig nach oben. Genau. Hey, hey. Hallo. GGs an euch beide. Ach, danke schön. Habt ihr das spannend gemacht zum Schluss? Eieiei. Ich hab am Skript gehalten. Ja, das, also die Silvers haben es dann wahrscheinlich doch am Ende entschieden. Ne? Also ich denke, ohne Silvers wäre es wäre die Zeit ziemlich gleich gewesen. Boah, da hat einiges gerade am Ende rum entschieden. Ganz ehrlich, ich habe mir gerade die letzten 10 Minuten, nachdem ich durch war, auch noch angeguckt. Ich habe selber geschwitzt, als ich das angeguckt habe. Im Endeffekt, die beiden zweimal runterfallen bei Moldorm hätte viel gemacht. Das Sterben von Markham bei Ganon. Ich glaube, die Silvers haben da gar nicht mehr so viel rausgerissen. Da war so viel anderes, was einfach blöd lief, dass die Silvers, glaube ich, nicht so viel gemacht haben. Ja, doch schon. Also bei dir war ja auch dein erster Moldorm, der dich schon ganz schön geärgert hatte. Ich habe echt überlegt, ob ich gehe. Ich war kurz davor, einfach zu gehen. Ja, also Markham hat es am Anfang noch ein bisschen schlimmer erwischt, sage ich mal. Er hat leider oftmals die unglücklicheren Entscheidungen getroffen. Markham, vielleicht aus deiner Sicht, wie hast du das Rennen so gesehen? Man hört dich nicht, falls du was sagst. Man sieht es nur leuchten. Ich wollte gerade fragen, ob er nur bei mir so leise ist, dass ich ihn nicht höre. Ja, jetzt hört man dich. Ja, danke nochmal. Also, ich auch noch an die ja, aus meiner Sicht. Ich
Wir erinnern uns an den Spiegel, den du dann in Misery Maya genutzt hast, als du beim Boss warst und nochmal wieder von vorne anfangen. Ich wollte es nicht ansprechen. Ja, und ich wollte nur auf die Bombe ausrüsten. Ja, oh das ja, das war ärgerlich. Gedacht. Und dann beim zweiten Witty-Versuch dann halt auch nochmal gestorben, ja. Gestorben. Also Witty war halt dein Endgegner sozusagen. Aber dafür zum Schluss wirklich super aufgeholt gehabt. Am Anfang, wie gesagt, ein bisschen falsche, also nicht falsche Route genommen, aber vom Routing her ein bisschen hinterher gewesen. Und dann zum Schluss halt auch noch diesen riesen Satz gemacht. Und es ist so knapp gewesen. Jeden Fall. Aber ihr habt es schön spannend gemacht für uns. Für euch war es wahrscheinlich sehr nervenaufreibend. Ja, also das war wirklich echt aufregend. Wie ist das? Was denkt man sich dann halt? So, wenn man mit einer Stunde 50 in GT drin ist, Nithaka natürlich auch ärgerlich gewesen, falsche Route beim Key Guessing Game gelaufen sozusagen. Also wirklich die letzte Position bei ihm. Vorm Taiwum. Ja, da habe ich mir ein bisschen selber in den Arsch gebissen. Ich habe nur gedacht, ich habe den Schlüssel gefunden, dann gehe ich jetzt Full Ride. Ja, ist eine Entscheidung, die man trifft. Die kann gut gehen, die kann wie jetzt gerade nach hinten losgehen. Ja. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, gut, ist dann so. Mehr genervt hat mich ehrlich gesagt echt der Hammer. Ja, vor allem nicht nur, dass er auf dem Pilz lag, sondern dass der Pilz in dem Pendant Dungeon in TT hinten drin ist. Ich habe ja die Front mega früh gemacht. Ich nehme die Front von Skullwoods und von TT eigentlich immer mit. Egal, ob es Pendants sind oder nicht. Und erst hat mich Skullwoods wirklich genervt, dass da vorne ja gar nichts drin lag und beide Items drin geblieben sind. Da dachte ich mir dann aber, nee, Pendant tue ich mir jetzt nicht an. Da lagen ja hinten zwei wichtige Items, die Flöte und noch irgendwas. Die Lampe. Und die Lampe, genau. Nachdem ich blödsinnig Dark Rooms gespielt habe, findet man dann die Kacklampe. Das habt ihr beides gemacht. Und dann in Thieves Town genau das gleiche Spiel. Front leer, man geht weiter. Irgendwann sagt man sich, okay, mir gehen die Checks aus. Geh nach hinten und dann findet man da den Pilz. Und den will man ja dann nicht auch sofort reinrouten irgendwie, sondern so, dass es halbwegs passt. Und dann liegt da der Hammer drauf. Ja gut, aber dadurch, dass ihr dann halt die Flöte hattet, hättet ihr wirklich den Pilz mal schnell abgeben können. Also es wäre nicht so, aber ihr habt euch halt beide dazu entschieden, aus Skullwoods rauszugehen und oder nicht hinten reinzugehen. Ihr habt beide zuerst Skullwoods gemacht, seid bei eurer ersten Dark World-Besuch seid ihr da hingegangen und geht aber nicht hinter. Ihr hattet den Fireward, also warum? Weil es ein Pendant-Dungeon war und ich das nicht partout nicht eingesehen habe. Ja, so ein bisschen hatten wir uns das schon gedacht, ne? Aber ja, je weiter der Seed dann vorangeschritten ist und von den Items, wo sie lagen, da haben wir uns eigentlich schon relativ früh gedacht, dass die Lampe dann wahrscheinlich in Skullwoods ist und ja, so war es dann. Das dachte ich mir dann auch, dass sie nur da liegen kann. Ich hätte mir die Motte auch theoretisch zugetraut. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Burner-Stab, ich hatte eine Green Potion und eine Blue Potion. Da kann man das schon machen mit der Motte mit 6 Herzen. Aber ich habe mir dann gedacht, wegen einem Pendant gehe ich da nicht rein. Das war tatsächlich der Grund. Ja, ich meine, mal ist es richtig, mal ist es falsch. Ne? Was man dann vielleicht hätte sagen können, ja gut, wenn ihr den Boss nicht mitmachen wollt, weil es ein Pendant ist, dann vielleicht erstmal ganz weglassen und woanders hingehen allgemein, damit man nicht dann später vielleicht doppelt hin muss. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das ist alles eine Entscheidung, die man trifft und die kann entweder richtig oder falsch sein. Ne? Und hinterher kann man immer viel erzählen. Meistens ist es dann entweder richtig oder falsch. Und nach einer Viertelstunde schon alle vier Bottles, ne? Ja. Und? Ja. Ja, aber Kermit, damit bist du fein raus. Ich schieb unsere beiden schlechten Seeds nicht mehr auf dich. Das scheint an mir zu liegen mit den seltsamen Seeds. Na, siehste.
Ja, gut. Ich habe noch mal eine Frage an Markham. Und du bist ja jetzt 1-0 hinten und jetzt wird's knapp. Ihr seid ja schon im Lower Bracket. Was hast du noch vor für dieses Turnier? Also, falls du ausscheidest, würdest du dann auch im Rival Cup mitmachen? Oder sagst du dir, nee, dann lieber doch nicht? Oder? Erstmal ist noch nicht entschieden. Das natürlich auf jeden Fall. Race, klar, ich stehe jetzt mit dem Rücken zur Wand, aber erstmal werde ich weitermachen. Und wenn ich ausscheide, ja, im Rival Cup werde ich Also, ich kann dir auch nur Mut machen, denn execution-mäßig hast du heute sicher einige sehr coole Sachen gezeigt, die man auch bei vielen anderen Runnern, die mehr Erfahrung haben, nicht so oft sieht. Also, ich erinnere mich dann nur an die Sword Beams bei Coldstair, die du dann genutzt hast, um den Eisschild wegzumachen, oder den Spooky Action Glitch. Also, und auch in der Execution hast du teilweise echt gute Sachen gehabt. Das halt leider ein paar, ja, unglückliche Entscheidungen getroffen und auch das Schwert in Port, das hat dir gefehlt. Da hat Nidhöggr den Vorteil gehabt, früher, sage ich mal, weil er eher auf dem Berg war. Aber sonst, also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall spannend bei euch und da kann alles passieren. Also, wir freuen uns vielleicht auf ein Spiel 3 auch. Mal gucken. Ja, auch der erste Lanmo-Fight war super gewesen. Also genau, wenn ich mich richtig, wenn ich mich nicht verguckt habe, war es ein One-Cycle gewesen. Echt klasse. Und was ich aber noch als Frage an dich hätte, was war denn bei den Dark Rooms? Wolltest du die nicht machen? Also wolltest du in der Logik bleiben? Oder, also ich wollte in der Logik bleiben, genau. Also ich könnte die Dark Rooms, aber ich habe mir gesagt, da die Lampe muss auftauchen. Und ein Dark Room habe ich hier gemacht, und zwar den Berg, aber da war es auch einfach zu attraktiv mit den ganzen Checks, mit dem Hookshot und dann hier Hera abzuschließen. Ja, aber den hast du halt auch erst sehr, sehr spät gemacht im Vergleich, also den Berg. Warst du halt auch vorher im Pott gewesen und hattest halt den Hookshot, aber wir haben uns halt gefragt, ja, will er einfach wirklich strikt in der Logik bleiben oder was macht er? Ja, ich wollte in der Logik bleiben lieber heute. Ich meine, das ist ja auch im Endeffekt nicht schlecht, ne? Aber wenn man dann natürlich die Lampe skippt, ist es so ein Pech in dem Fall, ne? Aber das passiert. Auf jeden Weil Fall. Weil ich hab die ja nachher gehabt, die Lampe. Das stimmt. Ihr habt beide die Lampe dann ja gefunden, klar, ne? Ihr musstet ja rein für die Flöte auch zur Motte und da habt ihr sie beide irgendwann bekommen. Aber wahrscheinlich später, als ich lieb war. Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Ich finde Darkrooms jetzt im Allgemeinen nicht so dramatisch. Der Einzige, der mir noch Probleme macht, ist eigentlich Dan Meyer. Und da habe ich mir gedacht, da wird vorher die Lampe ja schon auftauchen. Was dann halt schön war, war außerhalb der Logik dann direkt den Bogen zu finden und solche Späße. Ja, wobei der in Meyer geht ja recht easy mit Hookshot und Boots. Die hat ja, in dem Fall hätte ich sie gehabt, das heißt, es wäre relativ gut gegangen. Aber normalerweise, wenn ich den Darkroom spielen muss, habe ich eins von beiden nicht. Ja. Nee, aber es war, wie gesagt, ein schönes Rennen. Guckt es euch vielleicht nochmal an, vielleicht könnt ihr noch ein paar Informationen über euren Gegner sammeln fürs zweite Rennen. Vielleicht macht ihr dann Sachen anders. Mal schauen. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer nächstes Zusammentreffen. Wisst ihr schon, wann das zweite Rennen morgen ist? Morgen direkt, okay. Ja, also, da kann man sich doch drauf freuen. Und wie gesagt, GGs nochmal an euch beide. Das war wirklich ein schönes Rennen, sehr, sehr spannend am Ende. Viel Glück für euer nächstes Rennen und Nidhöggr nochmal Gratulation zum Sieg natürlich, 1-0. Das ist schon mal, da kann man sich schon ein bisschen beruhigen wieder. Ach, ich bin so oder so entspannt bei dem ganzen Ding. Das Tournament soll Spaß machen und mehr geht's mir nicht. Deshalb, auch wenn ich verliere, dann ist das vollkommen okay. Ja. Also, es darf sich nur keiner das Video angucken, wo du dann einmal bei Muldorm, glaube ich, runtergefallen bist. Da war das, glaube ich, wo diverse Dinge in die Kamera gezeigt wurden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe nichts gesehen.
Ganz schön kurz vor Ende hat er seine Bananenschale ganz wunderbar wie bei Mario Kart hinter sich geworfen. Ja, das war auch schön. Ich habe mir noch überlegt, hinterm Stuhl lang zu laufen und auszurutschen. Das habe ich mir dann aber gespart. Wir haben schon genug Verletzte hier. Nicht noch mehr, genau. Bitte. Genau. Ja, Toni, magst du dann vielleicht doch nochmal sagen, was gleich gezeigt wird, ja, auf den diversen Kanälen, bevor wir dann auf den diversen Kanälen. Ich würde erstmal den Raider danken. Und zwar Speed Gaming Deutsch 1 hat die 115 Personen, die dort zugeschaut haben, zu uns rübergeschickt. Dabei sind wir auch gleich durch. Vorab würde ich aber den Gamern erst nochmal das Wort übergeben. Einigt euch, wer anfängt. Und wir beide würden dann einfach den Schluss machen, würde ich vorschlagen. Ja, dann Nidoka, ich lasse dir den Vortritt. Dankeschön. Ja, war ein schönes Race. Danke nochmal an dich, Markham. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich auf morgen, aufs nächste. Vielen Dank an Toni und Kermit fürs Kommentieren, für Mike Santanos natürlich fürs Tracken und für das Team von Speed Gaming Deutsch für den Restream und das Aufsetzen desselbigen. Und damit wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Danke für den Restream. Also danke, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Danke an Toni und Kermit fürs Kommentieren. Mike Santanos, danke fürs Tracken. Und ja, danke Ralf fürs Aufsetzen. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf morgen dann. So, und dann mische ich mich auch gleich ein. Also, vielen, vielen Dank an Nithöcker und Markham, dass wir das natürlich restreamen durften. Danke an Kömmet, dass du mich so wunderbar unterstützt hast bei meinen allerersten Kommentar-Tätigkeiten sozusagen. Gestern ist erstmal getrackt, heute ist erstmal kommentiert. Und dann, gleich so ein spannendes Rennen zwischen den beiden, Wahnsinn. Miles Santolos, nochmal vielen, vielen Dank fürs Tracken auch. Im Krankheitsstand sozusagen. Hier nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr Bock habt, das auch mal zu machen. Ne? Wenn ihr Bock habt, zu kommentieren oder zu tracken, immer her mit den Anmeldungen. Wir freuen uns. Wir sind alle ehrenamtlich, machen wir das, weil es uns Spaß macht, weil es Spaß machen soll, weil ihr was sehen wollt, wir was sehen wollen. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, auch im Hintergrund natürlich, vielen, vielen Dank an Rahlen und so weiter und so fort, an das ganze Turnier-Organisationsteam, die das überhaupt erst ermöglichen, ne? Allein, dass das Turnier stattfindet und auch, dass es gestreamt werden kann. Ich glaube, ich bin jetzt auch durch mit meinen Dankesreden. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, Kermit, dass du mich so schön an die Hand genommen hast. Ich verabschiede mich dann auch. Ich wollte noch sagen, was es noch gibt. Fällt mir gerade ein. dann 18.10 Uhr in knapp einer halben Stunde Stuntner gegen Marv auf Speed Gaming Deutsch, Loadpille gegen Dr. Diabetes auf Deutsch 2, um 20.10 Uhr Mendu gegen Retro Link auf Speed Gaming Deutsch 2, 20.10 Uhr Calamarino gegen Cube Soldier auf Gaming Deutsch 1. Hierfür wird noch ein Kommentator gesucht, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne. Und dann unser Abendspiel, unser Spätabendspiel, 22.30 Uhr Nikuni gegen Ehemann. Ja, damit wäre ich jetzt auch mit meiner langen Rede durch. Ja, dann danke nochmal an euch alle und Toni, Gratulation zur bestandenen Feuerprobe. Schaut gerne in einer halben Stunde wieder rein, da geht es sicherlich mit spannenden Kommentaren und einem noch spannenderen Rennen weiter. Danke nochmal an die Runner und viel Glück im nächsten Rennen und wir sehen uns. Adios.